Hatte Stefan Mayer für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, es ist gut, dass wir jetzt endlich hier in diesem Hohen Haus den Gesetzentwurf zur Einstufung der drei Maghreb-Länder Marokko, Algerien und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten beraten. Ich möchte nicht verhehlen, dass, wenn es nach der Unionsfraktion gegangen wäre, dieser Gesetzentwurf auch frühzeitiger hier behandelt werden hätte können. Ich gestehe auch zu, man kann unterschiedlicher Meinung sein. Nur, liebe Frau Kollegin Amtsberg, ich möchte mich schon in aller Deutlichkeit gegen Ihren wirklich haltlosen Vorwurf verwahren gegenüber dem Bundesinnenminister. Mit diesem Gesetz würde ein Blankoscheck für Menschenrechtsverletzungen ausgesprochen werden. Das ist einfach haltlos, das ist unzutreffend und das gehört sich einfach nicht. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es hat sich in der Vergangenheit herausgestellt, dass die Einstufung von bestimmten Ländern als sichere Herkunftsstaaten tatsächlich etwas bewirkt. Und damit setzen wir auch ein klares Signal, dass Politik auch handlungsfähig ist. Noch im ersten Halbjahr 2015 kamen 47% der Bewerber aus den 6 Ländern des westlichen Balkans. Heute spielen die Bewerber aus den 6 Westbalkanländern de facto keine Rolle mehr. Im März kamen gerade mal 1200 Bewerber aus diesen Ländern, im Januar waren es 1400. Also ein deutlicher Rückgang ist zu verzeichnen und es zeigt sich also sehr wohl, dass die Einstufung eines Landes als sicheres Herkunftsland eine klare Signalwirkung entfacht, dass davon aber auch eine deutliche Verfahrensbeschleunigung ausgeht. Es bleibt auch eines gewahrt, um dies auch klar zu sagen, Frau Kollegin Jelbke, es wird natürlich auch für die Bewerber aus sicheren Herkunftsstaaten ein individuelles und faires Verfahren gewährleistet. Nur das Verfahren ist beschleunigt. Aber ich wehre mich in aller Deutlichkeit gegen den Vorwurf, dass ein schnelles Verfahren ein rechtsunsicheres Verfahren wäre. Das Gegenteil ist der Fall. Ein schnelles Verfahren kann sehr wohl auch vollkommen rechtssicher sein. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage oder Bemerkung von Frau Brandner? Selbstverständlich, sehr gerne. Gut. Herr Mayer, ich möchte kurz darauf eingehen, dass Sie ja gerade auch den Vergleich mit dem Balkan gezogen haben. Die Zahl der Antragsteller ist ja momentan schon sehr gering. Aus Tunesien gab es seit Beginn dieses Jahres 132 Anträge, also 132 Anträge in mehr als 3 Monaten bundesweit. Auf wie viele Zahlen wollen Sie es denn noch reduzieren? Wo sind denn die großen Zahlen, vor denen Sie so Angst haben, aufgrund derer Sie meinen, wir bräuchten diese Gesetzesänderung? Sehr verehrte Frau Kollegin Brandner, ich bin Ihnen sehr dankbar für diese Frage, weil Sie mir auch noch mal die Gelegenheit bietet, deutlich zu machen, dass es zum einen mal natürlich nicht darum geht, Angst zu haben, aber dass es schon darum geht, auch klare Signale zu entfachen. Wir hatten im Jahr 2015 4.910 Antragsteller aus den 3 Ländern Tunesien, Marokko und Algerien. Es kamen aber knapp 26.000 Bewerber aus diesen 3 Ländern. Also sprich, es sind noch Tausende von Marokkanern, Algerier und Tunesier in unserem Land, die bislang noch keinen Antrag gestellt haben, aber davon auszugehen ist, dass sie diesen Antrag in den nächsten Wochen oder Monaten stellen werden. Man darf also die Sichtweise nicht verkürzt nur auf die aktuellen Zuzugszahlen richten, wie Sie es jetzt getan haben, sondern man muss sehr wohl auch ins Kalkül ziehen, dass im letzten Jahr insgesamt 2000 Tunesier kamen, 14.000 Algerier und etwas über 10.000 Marokkaner und die in den nächsten Wochen und Monaten mit großer Wahrscheinlichkeit Anträge stellen werden und deshalb es sehr wohl Sinn macht, ganz konkret in der Sache geboten ist, dass wir diese 3 Länder als sichere Herkunftsstaaten eingruppieren. Die Einstufung als sicheres Herkunftsland bewirkt, dass die Verfahren innerhalb von einem Monat durchgeführt werden können. Die abgelehnten Bewerber und die Anerkennungsquoten sind verschwindend gering, müssen innerhalb einer Woche unser Land verlassen. Sie haben eine Klagefrist von einer Woche. Diese Klage hat nicht mal aufschiebende Wirkung. Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung muss auch innerhalb von einer Woche gestellt werden. Und sie unterliegen einem absoluten Beschäftigungsverbot. Also die Einstufung eines Landes als sicheres Herkunftsland hat ganz konkrete Vorteile zur Konsequenz. Und, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gilt einfach schon auch noch mal den Blick auf die verschwindend geringen Schutzquoten zu richten. Wir hatten im gesamten letzten Jahr eine Anerkennungsquote bei den Tunesiern von 0,00%, Algerien 0,97% und Marokko 2,26%. Und auch in diesem Jahr haben sich die Schutzquoten nicht nach oben verändert, sondern sogar noch mal nach unten. Tunesien in den ersten beiden Monaten wieder 0,00%,
Marokko 1,6% und Algerien 1,2%. Also es gibt keine sachlichen Gründe, die dafür sprechen, diesem Gesetz nicht zuzustimmen. Ich möchte auch in aller Deutlichkeit betonen, dass vor allem auch bedauerlicherweise gerade aus diesen drei Ländern, um die es heute geht, überproportional viele Personen sich darunter befinden, die insbesondere in der Silvesternacht in Nordrhein-Westfalen straffällig geworden sind. Von den mittlerweile 153 festgestellten Tatverdächtigen allein in Nordrhein-Westfalen waren 149 Ausländer und zwei Drittel von diesen ausländischen Straftätern waren Algerier und Marokkaner. Es gibt also sehr wohl auch insbesondere, was die überproportional hohe Straffälligkeit von den drei maghrebinischen Ländern anbelangt, sehr gute Gründe, die Verfahren zu beschleunigen. Ich bin auch, und das möchte ich auch an dieser Stelle ausdrücklich betonen, Ihnen, sehr geehrter Herr Bundesinnenminister, sehr dankbar, dass Sie vor kurzem Ende Februar, Anfang März in die drei Länder gereist sind und in intensiven Gesprächen mit den drei Regierungen zum einen mal dafür gesorgt haben, dass eine Zusicherung gegeben wurde, dass diese drei Länder ihren völkerrechtlichen Verpflichtungen nachkommen, eigene Staatsangehörige zurückzunehmen. Das ist an sich eine Selbstverständlichkeit. Der ist bislang leider nur sehr unzureichend nachgekommen worden. Die drei Länderinnenminister haben ihnen auch zugestanden, dass sie in sehr kurzer Zeit auch bereit sind, zur Identitätsfeststellung der eigenen Staatsangehörigen mit beizutragen. Marokko zum Beispiel ganz konkret innerhalb von 45 Tagen. Alle drei Länder haben sich bereit erklärt, sei es entweder Charterflüge zu akzeptieren oder Rückführungen im Rahmen von Linienflügen. Und alle drei Länder haben sich bereit erklärt, Passersatzpapiere auszureichen, um eben auch eine schnelle Rückführung der eigenen Staatsangehörigen zu ermöglichen. Ich danke Ihnen hier namens unserer Fraktion ausdrücklich für Ihren erfolgreichen Einsatz in diesen drei Ländern. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, wir werden dieses parlamentarische Verfahren sauber, ordentlich und seriös betreiben. Aber ich bin schon der Überzeugung und ich habe auf die Anzahl der ja jetzt in den nächsten Wochen und Monaten anstehenden Antragstellungen hingewiesen. Wir sollten uns auch nicht zu viel Zeit lassen. Deshalb ist es richtig, dass wir heute auch in einer Sondersitzung des Innenausschusses zusammenkommen, darin hoffentlich die Durchführung der Sachverständigenanhörung in der nächsten Sitzungswoche Ende April beschließen. Und aus meiner Sicht steht auch einer schnellen Behandlung und auch einer schnellen Beschlussfassung in der zweiten und dritten Lesung hier in diesem Hause nichts entgegen. Deshalb, um dies klar zu sagen, ist Seriosität und Ordentlichkeit geboten, aber auch Schnelligkeit. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Stefan Mayer.